Vermont. Genau, so. Nimm das Zeug mit. Perfekt, läuft. Nimm's auch mit. Perfekt, läuft. So wird Shreveport jetzt auch langsam angeführt. Jetzt könnten wir uns den noch holen. Dann hätten wir auch mehr Druck auf Shreveport. Aber ich will mir erstmal jetzt Memphis holen. Damit wir das an den Start bringen. Weil das dann doch wichtig. Ich meine, wir haben genug Zeit. Überhaupt kein Problem. Ja. So, Dallas. Dallas, Memphis. Dallas und Memphis. Das bist dann du, ne? Genau. Tennessee. Wir bauen erstmal in die Richtung. Ich glaube, ich muss in die Richtung gehen. So. Können wir hier mal runtergehen? Ja, ne? Okay, erstmal gucken. Ja, die Brücke ist mir eigentlich zu lang. Man muss ja nicht übertreiben. Ja, Kostenreduktion ist das Stichwort. Ja, hier könnte es ein bisschen eng werden. Ja, das hier ist ein bisschen too much. Das ist mir too much. Ah, das geht. Nicht schönste Arbeit, aber es geht. Okay, das hier ist mir zu viel. Muss ich ein bisschen machen, so. Warum haben wir hier einen Tunnel drin? Muss doch nicht sein. Okay, dann haben wir schon mal einen Großteil geschafft. Bäm. Selbe plane ich jetzt auch hierfür. Schon mal ein. Okay, da ist wieder ein bisschen Stress. Eine blöde Brücke hier. Ja. Okay, warum ist das jetzt hier so doof? Okay, das ist jetzt hier sehr strange. Na komm. Wieder so Streckenabschnitt, der absolut doof ist. So, es war besser. Okay, so, zack, bumm, sieht besser aus, 150.000 kann ich mit leben. Alles für Memphis, Freunde, alles für Memphis.
Wir machen gleich mal ein Bild von der Käserei. So, schuldenfrei sind wir auch. Das passt auch. Wie gesagt, ne, wenn wir das jetzt in Memphis angeklemmt haben, dann ist das in Ordnung. Wo ist denn unsere Käserei? Fleischindustrie. Molkerei, hier. Schön. Schade, dass es seit dem Patch man den Fotomodus nicht mehr machen kann. Scheint mir irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Sehr ärgerlich. Aber na gut. So, was haben wir hier? Kohlegruben. Interessieren mich nicht. Kommt denn in Dallas jetzt auch Käse an? Fragezeichen. Ne, Käse kommt noch nicht an. Zucker. Okay, weißt du was? Dann machen wir aus Dallas nach Austin im Frachtzug Shake Glass das und das und in Dallas machen wir es weg. Dann gibt es nämlich nur Käse. Spezialisieren wir uns mal ein bisschen drauf. Sollte klappen. Ja, genau. Nimm Käse mit für Austin. Perfekt. Noch nicht so der Burner, aber das kriegen wir hin. Okay, so. Nicht Nashville, sondern Memphis ist das Ziel. Erstmal. Stoff Memphis. Hat sich die alte das unterm Nagel gerissen. Tennessee 858. Okay, die holen wir uns jetzt. Kommt hier genug an? Ja, fast. Könnte mehr sein, ne? Ja, das ist mir zu wenig. White Bahnhof. Ja, wir bieten mal mit. Und dann baue ich das mal kurz aus. Sie haben einen Hügel eingenommen, den niemand wollte. Abwarten. Pushen wir mal ein bisschen hoch. Wir kriegen genug Geld rein, Leute, ne? Also 272.000 pro Woche. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. So, Jackson holen wir uns natürlich auch. Moorstop holen wir uns auch. Na, wie gesagt, Jackson über vielleicht über White Bahnhof, dass wir da nochmal sagen, okay, nimm mal Zeugs mit. Stoff oder sowas. Dass wir es nochmal umverteilen. Oder wir gehen es in Vermont rein. Dass der Stoff nochmal verteilt wird. Aber wie gesagt, jetzt muss erstmal Memphis das Ziel sein. Wir haben ja nur noch Zeit bis 78. Also es ist schön, wenn es mal läuft. Ne, dass man das mal, Alter, hier gehen wir echt auf den Puffer. Dass man, sag ich mal, dann das alles so ganz gut im Griff hat. So, Memphis, komm. $858, ein bisschen brauchen wir noch. Nein, will ich nicht. 1 Million. Nein, danke. Ist mir deutlich zu teuer. So, Memphis haben wir auch. Dann brauchen wir einen Bahnhof. Memphis, wie machen wir es denn? Nashville, Memphis. Wenn ich den quer setze, muss ich so oder so. Memphis. Ist halt ärgerlich, dass der sich hier schon wieder breit gemacht hat, ne? Merde, so lernen wir uns kennen? Oh, Baby, du lernst mich noch richtig kennen. Wart's mal ab, ey.
Achso, das ist das, okay. Tut mir leid, dass ich es so bauen muss. Ich habe keine Wahl. Wenn ihr das nicht in den Kram passt, dafür kann ich auch nichts. Mit Brücke. Mal einen Schluck trinken. Oh, hast du etwa Probleme mit der Zuverlässigkeit deiner Lokomotiven? Geht auch nicht. So, lass mal kurz gucken, wie wir das hier mal am schlauesten, wo ist denn jetzt unsere Bahn? Da hinten, es ist eine Wahnsinnsstrecke, ne? Leute. Für 1,4 Millionen. Im Leben nicht. Hier eine riesen Brücke. Eine Million. Das ist mir eigentlich alles viel zu teuer, ne? Hier auch, ey. 3 Millionen Brücken hier am Bauen. Da müsste halt mal ein bisschen runterfahren. Ist halt so. Ich kann ja nicht jetzt hier... Ja, mal runter, 860.000, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Ja, 708, 604, schon besser. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay, mit dem einen Tunnel kann ich leben. 500.000, ach komm. Was soll der Geiz, ha? Was soll der Geiz, sag ich mal. So. Double Trouble, hier oben. Nochmal 258.000. Baumwollfarm. Oh, das wäre jetzt wichtig gewesen. Die hier. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Aber gut, wir müssen das hier machen. Direktverbindung. Jones Bahnhof. Ich hoffe nur, dass wir uns hier nicht zu sehr verhaspeln. Vielleicht nach Shreveport nochmal einen Abflug machen dann. Wir müssen leider ein bisschen kreuz und quer bauen. Warum geht denn das jetzt nicht? Planung umsetzen. Das ist ja wieder... Was ist denn jetzt hier wieder los? Ey, das ist doch zum Mäusemelken. Runter damit. Oh. Eben war doch alles fein. Also nochmal. Also, okay. Notfalls bauen wir halt Etappen. So, 258.000 mit Brücke, mit Tunnel, mit allem drum und dran. Weg. Damit ich jetzt meine Ruhe habe. So, bam, bam. Und dann gibt es das. Wurde mal eingestellt. Ein paar hiervon.
so einer langen Strecke musst du ein paar von den Dingern bauen. So, nationaler Eisenbahnstreik. Blutiger Arbeitskampf. Arbeitskampf vor allen Dingen. Arbeitskampf steht bevor. Oh Mann, okay, also hier in Memphis. Du solltest dich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Ein Wartungsdepot einrichten. Notwendiges Übel. So, Memphis. Dallas. Einmal mit Express, bitte. Zwei Züge, Feuer frei. Ja, guck, wird sofort beladen. Ja, guck dir das mal an, ja. Sehr geil, sehr schön. Damit haben wir das dann auch schon mal. Und das läuft jetzt auch wunderprächtig. Gut, dann können wir jetzt weiter gucken. New Orleans ist die nächste Geschichte, die wir bauen werden. In die Richtung. Please? Nee, andersrum. Okay, in Jacksonville. Ah, ich muss erst den Bahnhof mit New Orleans verbinden. Okay, pass auf, dann machen wir das nochmal. Also, Jacksonville kommt auf jeden Fall auch noch. Da kommt auf jeden Fall eine Ladung mit Zeugs runter. Das kommt, das kommt. Das können wir hinten anklemmen. Nehmen die jetzt. Memphis. 1,7 Millionen, okay, wegen dieser Wahnsinnsbrücke hier. Dass der immer so viele Brücken bauen will, ne? Das müsste man, wie gesagt, abschalten können. Oh, Tunnel und so eine Sache. Ja, das können wir laufen lassen, das ist okay. Schmerzt nicht so sehr. 700.000, in Ordnung. Auf nach Memphis. Und dann daneben noch eine. Genau, bauen wir dann noch eine Frachtgeschichte ein. Gut, okay, lass laufen. Dann läuft das. Wie gesagt, Moore Stop. New Orleans. Und das müssen wir auch noch verbinden. Dass wir aus Belmont oder über Belmont dann auch noch Ladung ranholen können. Nochmal 300.000, sind wir über 1 Million für die Strecke, aber ist okay. Kann man machen. Wie gesagt, das wird jetzt Expresslinie. Daneben bauen wir dann noch eine Linie für Waren. Ja, ja. Leider der Feind überall sich breit gemacht. Unten hätten wir noch Milch, Kühe. Okay, passt auch. So. Damit haben wir schon mal New Orleans. Am Start. Texas, New Orleans, nicht zu bremsen. Ja, das läuft doch bei uns gut. Sind absolut im Soll. Ja, jetzt nicht. Jetzt nicht. Genau. Wartungsdepot. Papuschka. So, pass auf. Dann sehen wir mal zu. Machen wir gleich weiter. Drehen wir das Ganze mal.
Ja, das müssen wir mal ein bisschen entschärfen hier. Brauchen wir doppelgleisig? Erstmal nicht. Gut, okay. Warte mal, eigentlich brauche ich den da dran. Quatsch. Quatsch. So brauche ich das. So, okay. Sawyer, New Orleans. Fracht, Dienstwagen, klatsch, klatsch, bumm. Kein Problem. Texas, New Orleans, neuer Bahnhof, 25 Bahnhöfe. Bahngebäude, Versorgungsturm, bäm. Wie sieht's eigentlich hier aus? Müsste eigentlich auch mal... Oh, Jackson hatte Anschlussgebühr, das ist gut. Dann gibt's auch nochmal 326.000. Wo ist mein Zug hier? Ganz schön. Von Dallas nach Memphis. Okay, das macht er eigentlich. 40 Passagiere. Okay, das läuft automatisch. So. Dann. Gleisbau. Warte mal, kriegen die da oben irgendwas? Stoff wäre eine Möglichkeit. Okay, nochmal 300.000. Jacksonville müssen wir noch anschließen. Das ist das nächste. Getreidefarm nahe Memphis. Ah, hier oben wieder. Die holt sich da oben auch wirklich alles, ne? Diese kleine Ratte. Ja, neue Punkte. Personalbüro. Okay. Auktionskosten können wir auch nochmal runternehmen. Tunnel können wir auch runternehmen. Ja, dann bauen wir jetzt auf jeden Fall mal die Frachtlinie drauf. Für New Orleans. Ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Das sollte automatisch laufen. Schon wieder eine Panne. Das kostet doch alles Zeit und Geld. Ja, natürlich. Wie soll es auch anders sein, ne? Memphis. Montgomery holen wir uns auch noch. Bahnhof. Jackson. Hier ein Bahnhof. Hast du dir das auch gut überlegt? Aber Baby, wie ich mir das überlegt habe, das glaubst du gar nicht. So, zack, das machen wir auch gleich mal mit. So, da brauchen wir nicht mehr. Aber wir können schon mal, wie gesagt, anfangen zu produzieren. Bäm. Bäm. Kein Express. Sondern die Shay-Class. Plus Dienstwagen, Feuer frei.
Dann haben wir einen Anschluss. Die kommt von da oben noch auf jeden Fall. Dann nehmen wir mal Jackson, Memphis. Da kommt von da oben noch ein, zwei, die durchreichen. New Orleans. Ja, das ist die Transportgeschichte. $159.000. Doppelt. Wie gesagt, New Orleans wird jetzt ordentlich gepusht werden. Es gab auch gleich mal die Anschlussgebühr, was hervorragend ist. Dann können wir jetzt hier sagen, okay. Wir haben jetzt 3. Achso, hier waren wir noch nicht fertig mit der zweiten, ne? Auch von meiner Seite schreiten die Arbeiten gut voran. Die Wüste birgt andere Herausforderungen als Louisiana. Vornehmlich ist die Strecke eine deutlich längere. Genau, so. Bäm. Ist ja alles. Warte mal. Hallo? Machen wir mal ruhig so. Mal den ganz großen Strang hier. Na, dann fahren auf der einen Seite die Expresszüge von mir aus, auf der anderen Seite die normalen Züge. Memphis, New Orleans. Okay, bei der. Ja, ich sehe schon das Problem. Okay, warte mal. Nur nochmal ändern. Weichenkopf. So. Memphis. New Orleans. Dann nehmen wir jetzt die gemischte Geschichte. Die kann nämlich beides mitnehmen. Nehmen wir mal zwei Züge mit. Ach, mach automatisch. Komm, was soll's. Nimm mit, was geht. Stop, da fährt sie. Ein wunderschönes Teil. Schade, dass das, wie gesagt, mit dem Screenshot-Modus nicht mehr geht. So ärgerlich. Na? Hat er sich gerade ein bisschen verschluckt. So, okay, das haben wir auch. Erledigt. Memphis. Läuft. Die Strecke läuft. Wo bin ich denn jetzt hier? Komplett out of order. So, läuft hier schon was? Läuft in Jackson schon was?